Oh, yeah.
Am 15. Dezember wurde auf Jamaika gewählt. 14 Kandidaten und Wahlhelfer überlebten den Wahlkampf nicht. Unter den zahlreichen Verletzten, die der Wahlkampf forderte, war auch Bob Marley, auf den von einem Unbekannten geschossen wurde. In den letzten Tagen wurden aus Angst vor weiteren Gewaltakten sämtliche Wahlveranstaltungen verboten. Die Nationale Volkspartei von Michael Manley gewann 48 von 60 Sitzen im Parlament. In Washington wurde große Enttäuschung registriert. Dort hatte man Geld und Hoffnung auf einen Machtwechsel gesetzt. Everybody jump a soldier in the train. Everybody jump a soldier in the train. Everybody jump a soldier in the train.